Dank auch. Zweites Semester, frisch in Klagenfurt angekommen. Ich hoffe, wir können noch viele Konzerte mit den Jungstars machen, die ja, glaube ich, auch ihre Bühnen brauchen und nicht gerne in Kammern sozusagen üben. Jetzt kommen wir zu einem schon einen kleinen Höhepunkt. Wir freuen uns sehr, Galina Baschinska. Sie war vor einer Woche schon da. Da war sie kurz eine Stunde da und sagt, okay, gleich bitte auf die Bühne. Heute ist es ein ähnliches Phänomen, gell? Weil wer kann schon oder darf mit Marco de Meyer singen, das ist nicht schon eine große Ehre. Ne? Und jetzt sind wir ein bisschen gespannt natürlich, der Marco steht schon hinten. Marco ist ja für uns überhaupt, ein Geschenk des Himmels, weil dass er in Kärnten lebt, als Kubaner in Maria Elend, sieht man schon. Okay. Alles passt irgendwie zusammen. Genau, da gibt es sicher philosophische Debatten. Also, debattieren sich die Zusammenhaus schon, kann das kommen. So ähnlich wie der Hans Kahner, der ist leider gestorben, der war für uns im Klimabündnis in Südamerika, Lateinamerika mit der Landlosenbewegung, Befreiungstheologe, und der ist dann von Fidel Castro eingeladen. Wir haben 3 Tage lang diskutiert, wie kann die Kirche sich so für die Armen einsetzen. Und Hans hat erzählt, wie gescheit die Gespräche waren. Ja? So ähnlich wie die Musik auch Dinge zusammenbringt, die vielleicht im ersten Moment nicht zusammenpassen. Also jetzt ein großer Applaus für Marco und Galina. Chernobyltsi is the flowers from Ukraine, is one of the national symbols, and it says that the mother has died, but the daughter, the mother has died and she grew Chernobyltsi, and her daughter, which lives, she see this Chernobyltsi and always remind about his, her mother and Ukraine, about our traditions and about our nation, about our country, and it never can be forget. So let me tell you that we are really going from 0 to 100 right now. Also ich sage das auf Deutsch auch, wenn ich darf. Also wir gehen jetzt von 0 auf 100. Ich habe die Galina gerade kennengelernt. Wir haben niemals zusammen musiziert. Und ich freue mich sehr, dass Galina heute da ist. Und sie hat mir ein Lied vorgesungen. Nur die Stimme. Und ich versuche jetzt, sie zu begleiten. Ein Lied, das ich niemals gehört habe. Sie hat das auch einmal in dem Handy da hinten gespielt, also vorgespielt. Und ich hoffe, meine Wenigkeit wird aber reichen, die Emotionen dieses Lied übertragen zu dürfen. Also. Amazing. Yes.
Sehr schön, hier musizieren zu können, zu dürfen. Und wie Sie sehen, es ist nicht nur von mir gesagt worden, sondern es ist auch bestätigt, dass die Gitarre ist ein so vielfältiges Instrument, kann sehr viel machen. Und man kann ja so viel, entweder mit Gesang oder mit Klavier oder mit Cello. Aber heute habe ich gehabt, die Gitarre als Solo zu präsentieren. Letztendlich sind wunderschöne Musiker hier und sehr talentierte Menschen, und es hat sich einfach so ergeben, das ist wunderbar, aber ich werde trotzdem ein bisschen Solo spielen, wenn ich darf. Und ich fange jetzt mit nicht so lang, aber etwas längeres als kurze Lieder, sondern ich fange jetzt mit drei Werke aus der romantischen Zeit, die klassische Gitarre überhaupt, in Paris. Aber der Komponist heißt Fernando Sor und er war in Spanien, also in der Gegend Valencia geboren, also Catalunya Valencia in der Gegend. Und er war auch in der Armee von Napoleon gegen die Spanier. Zweimal. Er wollte aber nicht kämpfen. Sein Papa war im Militär, hat ihn aber verpflichtet, in die Armee zu gehen, also, und gegen sein eigenes Land zu kämpfen.
Es ist aber ihm zweimal gelungen, und zweites Mal letztendlich ist er nicht mehr zurück nach Hause gegangen, der Papa könnte ihn nicht mehr finden. Und dann ist er eigentlich in Paris geblieben und dort hat er seine Karriere als Musiker, Gitarrist und Komponist angefangen und wirklich sich etabliert als eine von den sozusagen Urgroßvater von digitaler Literatur überhaupt, klassisch romantisch in dieser Periode. Und ich spiele jetzt Etüde Nummer 6, Etüde Nummer 11 und dann der Grand Solo, also der größte Solo von Fernando Sol. Ich bin jetzt allein auf der Bühne, also es passt auch dazu. Ich hoffe, Sie haben etwas getrunken und etwas schon gegessen. Einige habe ich schon gesehen mit einer Flasche, dass Sie nicht inzwischen tüchtig werden. Ein bisschen Geduld muss man schon haben, aber es geht. Es ist ein interessantes Programm. Thank you.
dass ich auf D, sozusagen D, gestiegen bin, dann werde ich auch die Gelegenheit nutzen, einen Walz zu spielen. Einen Walz von einem lateinamerikanischen Komponist, aber in dem Stil von dem Wiener Walzer. Hier eine große Freude, so für uns alle und die Ehre, eine Musikerin, eine Sängerin, eine Star hier auch zu haben, heute in Krumpendorf im Gemeindesaal.
Und ich freue mich sehr, wirklich auf die Bühne die Starsängerin Sandra Pires zu einzuladen, zu holen. Bitte schön, Sandra. Schön, dass du da bist und wir haben eigentlich ein Lied für Sie vorbereitet. Es ist eine, so du kannst auch nicht Ich hätte eigentlich die Länge spielen gehört, gerne gehört. Ja, und die und jetzt kennen dich. Schon. Ja, die kennen dich auch länger. Ich freue mich, dass Sie da sind. Es ist ein Grund, warum wir hier uns treffen und das ist notwendig. Wir sollten uns eigentlich öfters treffen, um Menschen zu unterstützen, die unsere Hilfe brauchen, weil letztendlich es geht uns doch gut und ein kleines bisschen hilft so sehr, dass man wieder was zum Essen oder zum Schlafen hat und das ist unsere Verantwortung, denke ich. Ich denke, dass Sie sich auch so bemühen und deswegen sind Sie auch da, um uns zu unterstützen, so viel wie möglich für die ukrainische Familien, die bei uns nach Österreich gekommen sind. Das Lied Kore Kore habe ich komponiert für meine Tochter und es ist eine Art von Zuversicht, eine Art von Liebe, die ich ihr geben wollte, um zu sagen, ich bin für dich jeden Tag da, so lauf, lauf und wenn du schlafen gehst, sei sicher, dass ich morgen für dich da sein werde. Dorm, dorm. Ja?
so schön, Sandra, ihre Stimme zu hören. Und dieses Lied ist wirklich sehr, 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 sehr beruhigend und wirklich eine schöne Melodie. Aber wie Sie sehen, einmal spiele ich da, einmal spiele ich hier, also ich habe auch weniger Ahnung, wo ich die sitzen sollte. Gerne drei Werke sehr impressionistisch, also sehr atmosphärisch, sozusagen sehr bildreich, also von einem japanischen Komponist, Japaner, das in Klagenfurt lebt, ein Student aus meiner Klasse. Und er lebt hier, er ist wirklich ein sehr guter Komponist, er hat auch sehr viele Bestellungen. Und weltweit aus New York, aus China, aus Österreich auch. Und er hat sehr viele Werke für Gitarre komponiert mittlerweile. Mit der Komposition hat er eigentlich beim ersten Lockdown, wir Musiker, wir haben nicht aufgehört. Wir haben sehr viel gemacht und ich selber sehr viel gearbeitet auch von zu Hause. Und nicht deswegen. Als ich mehr Zeit habe im Garten gearbeitet, im Gegenteil, das habe ich noch nicht gemacht. Den Garten noch nicht, aber dafür habe ich Musik sehr viel, ich habe sogar komponiert. Und dieser Komponist, Yusuke Nakanishi, ist heute leider nicht da, weil er ein bisschen verkühlt ist. Er ist schon genesen, verkühlt jetzt wieder mal. Aber er hat auch eine Krumpendorfer Polka geschrieben. Er ist toll, wirklich fantastische Musiker. Und diese drei Werke, weil normalerweise, ich hatte schon ein Programm heute, das schon inzwischen gebrochen ist. Weil mein Programm hatte im Prinzip die Basis von Numerologie. Deswegen habe ich drei Werke von Sol gespielt, und dann, das hat umgerungen. Ja. Aber jetzt spiele ich drei Werke, drei Präludien aus. Also von Yusuke Nakanishi, dann Harusaki, ein Stück, das eigentlich ein Lied für Frühling ist. Und dann als drittes Werk, dann spiele ich die Krumpendorfer Polka, das eigentlich nach einem sehr lustigen Abend in Krumpendorf entstanden ist. Das muss man auch, also Krumpendorf ist auch eine Hauptstadt der Welt. Nicht nur vom Wortesee, sondern auch weltweit. Und wir haben sehr viele schöne Momente in Krumpendorf gehabt. Ja. Und auch interessante Gespräche. Und dann diese Krumpendorfer Polka, das in sich nicht eine Polka ist, aber Polka hat gut geklungen als Thema, als Titel sowieso. Es ist nur weniger so wie eine Gavotte. Ja. Und es gibt mehrere Charaktere und Personen drinnen in dieser Burg. Ich kann natürlich das alles nicht erklären, weil sonst könnte es sehr gefährlich sein. Also, gut, also drei Präludien, dann Harusaki und die Krumpendorfer Polka, das eher tonal und sehr lustig ist. Die erste andere, die Präludien und Harusaki sind sehr impressionistisch. Thank you.
werde das Programm ein bisschen so umstellen, weil jetzt muss man etwas, sozusagen, etwas Bekanntes hören. Ja? Und damit meine ich, ich habe jetzt ein Thema mit Variationen im Kopf. Lang nicht gespielt, aber ich glaube, es ist wert. Es beginnt mit einem Intro und dann kommt das Thema und die Variationen, das ist sehr lustig. Sehr lustig. Das Thema kennen Sie schon, bestimmt kennen Sie das Thema, und ich werde deswegen das nicht nennen. Obwohl überhaupt, also überall, in jedes Land, wo ich war nicht in weniger Länder, jeder sagt, dass das Lied gehört eigentlich, ist ein chinesisches Lied, die Japaner sagen, es ist ein japanisches Lied, die Australier sagen genau das gleiche, ich glaube, es ist ein österreichisches Lied. Aber was ich glaube, wissen Sie, ist nicht immer. Das werden Sie vielleicht bestätigen können. Thank you.
Passt auch genau in diese Event, was wir jetzt weltweit lernen.
Gitarre jetzt umstimmen nochmal. Thank you.